Direkt dranbleiben, nicht abschalten. Super wichtiger Hinweis. Nicht nur bezogen auf Nintendo Switch oder zum Beispiel eine einfache Konsole wie das hier, ähnlich wie ein Game Boy oder hier das Knallerballer-Ding PlayStation 5. Zuallererst. Genau, lasst ihr ein Abo da. Ja, dieses Video kann euch wahrhaftig helfen, denn ich habe vor Ort etwas wahrnehmen dürfen und das möchte ich gern preisgeben, damit ihr nicht das gleiche Problem habt oder ähnlich wie andere, die dann leider nichts bekommen haben von diesen herrlichen Angeboten. Aber ich kläre euch auf, was das Angebot, ja, dann in der Summe, was damit gemeint ist. So. Ja, Angebot. Dein. Ich rufe was ganz Bestimmtes von Markt kaufen. Nämlich da in Dortmund, da hat es mich berührt. Ah, da ist schon eins. Marktkauf. Ja, ein Angebot für eine PlayStation 5 für einen richtig, richtig geilen Preis. Also 349 Euro, meine Damen und Herren, für eine PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk, also die Disc-Version. Das lockt natürlich ganz viele Menschen. Diese Geschichte kann man natürlich dann auch für so eine Nintendo Switch nehmen, wenn sie mal im Angebot ist. Oder halt ähnliche Konsolen. Ich habe sie jetzt nicht alle hier. Und in der Summe ist es halt das Stückchen, könnt ihr das auf jeden Fall mitnehmen. Denn vor Ort, ja, könnt ihr euch auf etwas gefasst machen. In der Regel. Wenn so etwas so günstig ist, dann ist es ein Lockangebot. Ja, komm näher. Ein Lockangebot mit zum Beispiel dem Hashtag, solange der Vorrat reicht. Nur für einen Haushalt. Jetzt kommt natürlich die große Frage, bin ich physisch denn nur ein Haushalt? Und wenn ich das für einen weiteren Haushalt kaufe, wäre es ja ein weiterer Haushalt. Also da muss man natürlich aufpassen und gucken, wie ja so die Hausordnung, wie so die Filiale, wo ihr dann davor steht und dann gerne rein möchtet und euch das Knallerballangebot holen möchtet, müsst ihr natürlich gucken, genau hingucken, was steht denn auf dem Prospekt. Und ich sag mal, auch hier reingeteasert im Bild, im Marktkauf mit einem Knallerballerpreis. Es ist wirklich wahrhaftig. Das ist die PlayStation, die aus dem Angebot, die ich mir dann besorgt habe. Und über Umwege kommt man dann auch an eine zweite PlayStation. Nämlich, um das System zu dribbeln. Ja, bin ich ein Haushalt, bin ich zwei Haushalte oder wie komme ich da dran? Das ist eine wahrhaftig krasse und auch erschreckende Geschichte. Ja, das heißt, ihr könnt euch durchforsten in diesen ganzen Prospekten, auch online. Ne, wie gesagt, hier, ich teaser nochmal eins rein. Ich fokussiere das so ein bisschen auf die PlayStation, denn dann hat es mich ja nahezu berührt. Und da ist halt das Stückchen. Euch flattern ja ganz viele Prospekte rein. Glücklich sein, das ist immer cool. Und irgendwann macht dieser Markt auf. Hier war es dann halt 8 Uhr. Marktkauf in Dortmund-Applerbeck. Die haben das ein bisschen unterschätzt vor Ort. Ich sage mal, ich teaser mal Bilder rein. Man sieht jetzt schon eine Menschentraube. Da ist noch anderthalb Stunden Luft bis Eröffnung. Und ich bin halt sehr, sehr ehrlich, um an so eine PlayStation mit so einem Knallerballer-Angebot dran zu kommen, muss man sehr früh da sein. Ich war 2,5 Stunden eher da. Ja, 2,5 Stunden eher. Stand in erster Reihe, wurde schon begrüßt von 5 netten Menschen. Ich war der Einzige mit deutschen Wurzeln. Bin ich halt ehrlich, der Einzige mit deutschen Wurzeln. Ich habe mich direkt verbündet mit den Jungs. Die guckten aber erstmal skeptisch so, ey, was mit Ihnen ist in Ordnung? Ja, der Blick war nicht nett, denn ich bin ja Konkurrent. Man weiß nämlich in der Regel gar nicht bei solchen Angeboten, wie viel PlayStation, in welcher Anzahl gibt es denn dann da vor Ort? Und ja, jetzt kommt halt das Stückchen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, lieber Ronny, hast du Informationen vorher gehabt? Dahingehend, ne, Drehgenehmigung und Co. wurde abgeblockt. Gibt es nicht. Nee. Das heißt, Inkognito-Aufnahmen und Gedächtnisprotokoll. Na klar. Also, alles schön festgehalten. Nämlich hier oben in der Platte. Und ja, man darf halt feststellen vor Ort, Marktleiter, Kontakt aufgenommen, wieso geht er da extra rein? Und dann habe ich halt aufgeklärt, hör zu, YouTube, ich habe ein paar Fragen und ich würde ganz gerne Aufnahmen machen. Es wird natürlich rigoros geblockt.
vom potenziellen Käufer und natürlich dann auch von der Marktleitung. Was haben Sie vor? Was erklären Sie da? Nee. Doch. Weil, ganz einfach, ich finde das verrückt, dass sowas dann auch zugelassen wird. Das kann man auch systemisch, also ne, so ein Verkauf systemisch dann auch so stellen und auch so bauen, ne, mit so einer Geschichte, mit einem ordentlichen Einlass, mit einer ordentlichen Schlange, ne, peu à peu rein. Ja, jetzt war es hier Leben und Leben lassen und friss und stirb. Ja, ganz klar. Das heißt, Punkt 8 Uhr geht die Filiale auf. Davor die Menschenmenge. Es wird peu à peu immer mehr. Die Leute gucken schon. Und ich frage natürlich durch, wo kommt ihr denn her? Also, da kam keiner aus Dortmund, Leverkusen, Oberhausen, bei Köln. Und ich denke, aber ihr kommt denn hier? Nö, 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 nö. Ich sage, da kommt ihr extra für dieses knalle Angebot. Ja, knalleball Angebot, kommen wir hier hin, um diese herrliche PlayStation zu erwerben. Aber nicht nur einer. Und jetzt geht's los. Ich habe ausreichend PlayStation da. Ausreichend. Eine pro Kunde? Ja. Ja. Viel Spaß. Also, wir stürmen rein. Ich sag mal, es gab vorher auch schon keinen Sicherheitsdienst irgendwie. Ich nachgefragt, hör zu, was ich. Ja, ich besorge dann mal einen. Der war jetzt aber auch nicht adäquat aufgestellt und auch gar nicht professionell irgendwie. Man guckte, man wollte die Leute besänftigen, hör zu, bla bla bla. Das hat schon jeder den Kopf abgeschaltet. Die wollten, dass dieses Gatter aufgeht, damit man reinstürmen kann. Ich hatte vorher noch ein paar Informationen rausgepflückt. Wo ist der Standort der PlayStation? Also wo ist das ne, positioniert im Laden, damit wir halt nicht die Kassen einrennen, also da durchrennen und irgendwie das, also es gibt halt wirklich Mord und Totschlag, muss man halt wirklich sagen. Und wie viel PlayStation ist denn verfügbar? Also in welcher Stückzahl? Natürlich kommt dann der Passus, rein rechtlich sauber, ausreichend. Okay, das hat uns natürlich dann, ja, nicht positiv gestimmt. Ich nochmal später rein, FIA-Leiter, ne, also vor Öffnung. Nochmal nachgefragt, dazu kannst du vielleicht nicht, oder können Sie vielleicht nicht doch einmal kurz wiedergeben, wie viel PlayStation in Stückzahl, weil ich sehe, die Leute da draußen, die drehen durch. Dann kam er nach vorne nochmal und guckte und sagte, ui, ja, ich sag, das sind sehr viele Menschen, die wollen alle eine PlayStation haben. Bei dem Angebot seid ihr euch ja mit 100% sicher gewesen, dass da so viele kommen. Hatte man ein bisschen unterschätzt. Ja, heißt in der Summe, dass, ja, das Unterschätzte, damit, oh, wie machen wir es dann jetzt am besten? Ja, ich sage, am besten hauen wir einfach raus, wie viel PlayStation da ist. Ich sage, dann sind die da vorne schon mal ein bisschen besänftigt. Okay, ja, eine Palette. Okay, das wird nicht reichen. Ja, eine Palette ist dann die Aussage, muss man dann einfach mit leben. Ausreichend muss man auch einfach mit leben. Summa summarum wurde die Stimmung draußen natürlich dann, es spricht sich rum, nach hinten hin natürlich dann auch, ja, nicht mehr positiv, denn da bleibt nicht viel übrig. Da muss ich gucken, wenn ich reinrenne, dass ich mich da durchzwänge und mir Platz verschaffe. Und dann heißt es halt wirklich ein potenzieller Kampf. Ich habe mich aber mit den Kollegen in vorderer Reihe verbündet. Wir waren einer Linie und die haben mir erklärt, wie das System nämlich läuft. Haben aber darum gebeten, bitte keine Kamera, bitte nicht irgendwie aufnehmen. Ich sage, es ist kein Problem. Ich speichere das hier oben und ich werde es halt in Bildern wiedergeben. Das heißt, wir rennen rein in voller Manier, voller Attacke. Alle Hände. Und dann passiert Folgendes. Die sind so gut aufgestellt, das heißt, das sind Händler bei. Profis. So gut aufgestellt, dass sie ein Netzwerk haben und systemisch PlayStation rausholen. Und ich sag mal, für die zukünftigen verlockenden Angebote, egal von welchem Markt, egal, ne, wollen wir gar nicht, Supermarkt oder ähnlich, oder ne, egal welches Angebot da platziert wird, kann man sich halt sicher sein, die lauern. Die gucken im Internet, das ist professionell, die setzen dann bei Kleinanzeigen und ähnlich rein und verkaufen die dann halt für teureres Geld und machen daraus Profit. Ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
Und die machen das dann so, dann wird reingestürmt, die Palette wird leer gepflückt und die Palette oder die PlayStation, das wird alles gesichert, im Laden schon mal. Das heißt, zack, 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 zwischen den Klamotten, ne, es wird sofort geguckt, wo können wir es hinpacken und dann passt einer auf, zwei gehen nach vorne und flitzen in aller Manier zur Kasse und jetzt kommt halt der Knackpunkt, Thema Kasse. Ja, da wird durchgeflitzt. Ich habe versucht, zwei Playstations gesichert. Ich habe gefragt, Jungs, kriegen wir es irgendwie hin, dass ihr mir die saved? Kein Problem, Ronny, kein Problem. Alles gut, du hilfst uns, hast uns geholfen. Wegen Palette, wer klärt wie viel? Kein Problem. Das heißt, in der Summe, zweimal aufgelegt aufs Band. Und natürlich, nee, geht nicht. Sie dürfen nur eine mitnehmen. Okay, rechtlich darf ich nur eine wegen dem Haushalt, aber wollen wir gar keinen Bohau machen, denn wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir noch zwei, weil ich brauche eine und mein Sohn braucht eine. Ja. Und jetzt mal einen Blick rüber. Systemisch funktioniert es dann wie folgt. Natürlich gibt es in der Regel dann in so einem Markt eine Schnellkasse. Die sind ja nicht doof. Die flitzen dann an die Schnellkasse, bip, bip, durch, bip, bip, durch, bip, bip, durch. Vorne wartet einer, da werden die Konsolen kurzweilig zwischengelagert. Der Laden wird leergeräumt, die Palette. Und die, die dann noch reinströmen und hoffen, sie kriegen noch eine, gucken unterwegs, oh, wie viel wird denn hier rausgeschleppt? Ja, das heißt, die pflücken dann die versteckten Playstations, pflücken die raus, holen die nach vorne, bezahlen die und dann geht es systemisch zusammen von Eingang, also da, ne, sag ich mal, oder im vorderen Bereich, nach der Kasse, wenn die Dinger bezahlt sind, wartet da einer und dann geht es in im Tempo zum Auto, Kofferraum auf, rein, 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 rein. Und dann wird abgefahren, Marianne. Dann heißt es ciao, ciao. Vielen Dank für dieses super verlockende Angebot. Die sind eh schon bei Kleinanzeigen drin. Denn, ja, damit wird Handel betrieben. Und ich sag mal, vor Ort, das Weggepflücke, das ist wirklich so. Da eine Chance zu haben, als normaler Mensch mit normalem Verhalten, vergiss es. Da kannst du dich nur durchkämpfen. Und du musst halt genauso abgezockt sein. In der Summe habe ich es halt trotzdem geschafft, bin ich halt ehrlich, zwei Konsolen abzufrühstücken, denn das System Schnellkasse funktioniert ja. Bip, bip. Da wird auch nicht wirklich kontrolliert. Ja, auch da ist halt das Stückchen. Man hat sich mit der Lage vorher nicht wirklich beschäftigt. Und ja, die Jungs haben sich dann eine ordentliche goldene Nase verdient, haben es geschafft, den Laden, ruckizucki die Palette, ruckizucki, brrr, ja, auf Status 0 zu setzen und verstecken die halt in Regalen und wo auch immer, da wo genügend Platz ist, kommen die Dinger kurzweilig hin, werden gesaved und dann geht's nach draußen und dann werden sie weiterverkauft. Ja, also Angebot, da könnt ihr euch halt schon mal sicher sein, wirklich frühzeitig da zu sein und euch da durchzuboxen. Meine Frau hatte erst die Idee, ach komm, ich hol die, ich denke, nein. Das kann nur schief gehen. Und ich sag mal, da war auch eine Mutter, die tat mir halt auch wirklich leid, aber da ist halt das Stückchen, kann man halt auch nicht auf alles Rücksicht nehmen, da muss halt auch nur den entsprechenden Menschen kann geholfen werden. Da ist halt so, dass die Jungs sich dann nach und nach davor gedrängelt haben, in der Warteschlange oder in der, es war ja noch nicht mal eine Schlange, das hätte ich gehofft, dass man sagt, okay, stellt euch hier in eine Schlange an, geht nach und nach rein, damit ihr uns hier den Laden nicht, oder den Laden nicht auseinanderpflückt, damit jeder die Chance hat, ne, an eine PlayStation zu kommen. Da hätte man eine schöne Schlange gemacht und hätte gesagt, okay, stellt euch mal hier ordentlich an und dann könnt ihr nach und nach in den Laden reingehen. Und ja, die Mutter wurde halt, also sie kam auch nicht aus Dortmund, aber trotzdem, die wurde halt peu à peu nach hinten gedrängt und irgendwann guckt dich nach hinten und denkt so, oh, die Arme. Aber es ist halt so, da muss halt sprechen, die Jungs setzen sich da halt durch, das sind Profis. Ist sehr, sehr schade und ich dachte mir, ehrlich, vor Ort, das ist echt krass, wenn man das dann auch nochmal live mitbekommt und sich feststellt, so schnell wie eine Palette leer ist, ich sag mal, das ist halt das, dann auch der Zwiespalt, ne? Nehme ich jetzt hier komplett die auf und kümmere mich darum, dann hätte ich dann halt selber doof ausgesehen, hätte keine PlayStation gehabt, oder versuche ich so ein Zwitter zu machen, ne? Also beides irgendwie hinzukriegen. Und die Jungs, die haben mir dann gesagt, dazu, du kannst ja das gerne mal angucken da im Kofferraum, aber keine Kamera, ne? Ich sage, alles gut. Ich sage, ich lasse das Handy aus,
und keine GoPro bei, alles grün. Dann haben sie mir halt ihre Ware gezeigt, die Autos halt beide vollgepackt. Und dann ja, geht es dann in die Heimatstadt und dann werden die dann direkt online weiterverkauft. Ist sehr, sehr schade, dass es sowas gibt. Dementsprechend müsst ihr euch halt, wie gesagt, früh hinstellen und euch am besten platzieren und ne, vorher Toilette, Essen und Co. Denkt da dran, weil wenn ihr einmal weg seid, ist der Platz auch weg, definitiv. Da nehmen die auch gar keine Rücksicht drauf. Ganz klare Kiste. Und ja, das ist halt so ein Stückchen. Ne, ich sag mal auch bei Switch und Co. Ne, Angebot, wenn da so Knallerballer-Dinger sind, dann ja, könnt ihr euch auf was gefasst machen. Dann heißt es Run. Und sicher die Ware. Ja, PlayStation 5. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne, ich sag mal, das ist halt wirklich ein Knallerballer-Angebot. Roundabout 350 Euro oder auch, ne, wie ich gerade geteasert hatte, 399 Euro, also roundabout 400 Euro. Das ist schon echt Schnapper. Da will man natürlich was ergattern und möchte natürlich was bekommen. Ich sag, wenn so eine Filiale neu eröffnet, dann ist natürlich dann sowas dann auch ein Log-Angebot für Medien und Co. Da fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie so medienpräsent war. Aber ich glaube, das wurde so oder so ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Ja, also, ich drücke euch die Daumen, dass das bei euch gut klappt. Und ja, wünsche euch danach dann natürlich, wenn ihr dann eine PlayStation habt oder ähnlich, dann ja, allzeit gutes Zocken. Daumen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video schon mal helfen. Und ja, ihr lasst... Genau, ein Abo da und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen.